meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plötzlich Pharma auf einer umgebauten Version der Flusstal 2XXL Tralala Hopsasame. Wir sind in unserem Rollenspielprojekt. Ich komme gerade vom Rainer Wald und wie gesagt, dass seine beiden Anhänger abholbereit am Hafen stehen. Und ja, die will er jetzt vom Transportunternehmen abholen lassen. Die mit den pinken Fellen. Ich hoffe, dass ich den Bügel endlich mal hier zu fassen kriege. Ja, nicht zu fassen, sozusagen, könnte man sagen. Der Dübel am Platz ist hier. Ist nicht. Aber ganz tolle Mauern hier. Ist kein Dübel. Felder bestellt so. Alle am Machen, das ist doch toll. Sehr schön. Das ist der in der Stunde, ja. Ja. Hallo Rudi. Hallo. Du sag mal, wie macht sich dann der Helfer, der uns da. Jo, ganz gut soweit. Ist okay, ja. Ja, ganz gut. Kann man mitnehmen. Okay, super. Dann weiß der Kai ist auch mit hier, der ist unten beim Knüppel fertig. Ja, super. Das ja, waren, ich hab gerade gesehen, dass der drüben ist mit. Das waren nochmal 8 Hektar Gerste dreschen. 8 Hektar Gerste, okay, alles klar. Nur das Gras, ja? Genau, ja. Das Grasmähen, das war ja schon abgerechnet, ne? Das ja, war das, auch, war schon, das war schon ja. Abgerechnet. Genau, nee, dann waren es jetzt nur noch 8 Hektar Gerste. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann kann ich das ja mal mit dem Knüppel besprechen. Genau, richtig, ja. Alles klar. Super, Rudi, ich dachte, wir machen hier mal Mais drauf auf die zwei Felder. Ja, mach mal. Ja? Ja, klar. Alles klar. Dann können wir gut. Schön Silage machen und dann mal sehen. Dachte ich mir, ja. Ja, perfekt. Alles klar. Okay. Alles klar, danke. Jo, bis denn, tschö. Überall.
Ring, 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 Ring. Ring, Ring. Büchsenschütz. Hallo, Herr Büchsenschütz. Berg. Herr Dübel. Dübel hier. Danke für den Rückruf. Herr Dübel, Sie sagten, wir hatten letztens mal gesprochen, es ging um Hallen. Ich wollte hier eine große Halle oder zwei Hallen auf dem Gelände bauen, um meine Fahrzeuge unterzustellen. Und da sagten Sie, Sie wollten mal Informationen zukommen lassen. Ja. Haben Sie da schon was parat? Das ist noch schwierig. Nee, also ich habe da schon was vorbereitet. Ich bin nur gerade im städtischen Auftrag unterwegs. Ich habe die hier aber bei mir im Fendt liegen. Also wenn ich könnte danach zu Ihnen hochkommen. Ja, gerne. Und dann können wir uns das mal anschauen. Ja. Klar. Melden Sie sich doch eben kurz, ob Sie da sind oder wann Sie da sind. Und dann machen wir Termine ab. Das wär ganz toll. Ja, ich mache das hier noch fertig und dann komme ich sofort zu Ihnen hoch. Ja, klar, kein Stress. Nein. Kein Stress. Jo. Okay, super, danke. Alles klar. Jo, schönen Tag noch, ciao. Ja, meine Lieben, irgendwie ist hier meine Aufnahme versaut. Ich stehe also jetzt hier. Werdet nur eine ganz, ganz kurze Folge sehen von mir, weil ich einfach vergessen habe, die Aufnahme richtig zu starten. Kann auch sein, ich muss mal eben hier ganz... Ja, ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Also entweder sabbel ich euch jetzt hier völligen Quatsch oder ihr seht jetzt wirklich eine kurze Aufnahme. Muss ich dann später beim Schnitt feststellen. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade gesehen, dass ihr nicht mehr offen war. Warum auch immer. Egal. Ich fange hier schon mal an, unsere Felder zu düngen. Und dann können wir nämlich direkt danach mit der Bodenbearbeitung beginnen. Wir können hier dann sagen, wir haben das Feld schnell wieder am Start. Einfach um schnell wieder Früchte anbauen zu können. Wir wollen hier Mais anbauen. Wundert mich jetzt echt, dass hier die Aufnahme gerade stand. Aber egal. Passt aber gut hier. Ja, direkt die erste Düngerstufe, das ist. Ja, nur noch düngen, säen, also einmal grubbern, dann säen und dann ich. Ja, meine Lieben, ihr hört es, die Folge ist wieder vorbei.
Ich muss gleich erstmal gucken, wie weit ich da gekommen bin, wieso denn das hier auf einmal bei mir gestockt hat. Ihr habt jetzt nur, eventuell habt ihr eine längere Folge, eventuell habt ihr nur 3,5 Minuten. Wir schauen. Ich bedanke mich bei euch. Guckt auch beim Falco Hirschfeld, bei Mario Hirschfeld rein. Bis dann. Ciao.